Siebter Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Ungeschlagen und mit 10:2 Punkten auf dem Konto fuhr Spitzenreiter Eintracht Frankfurt heute nach Kaiserslautern. Ob die Frankfurter dort ihre erstaunliche Erfolgsserie fortsetzen konnten, sagt Bernd Schmidt. 25.000 Zuschauer in Kaiserslautern sahen ein gutes und schnelles Bundesligaspiel mit vielen Tormöglichkeiten vor beiden Toren. Foul von Frankfurts Verteidiger Studer an Kaiserslauterns Roos. Stefan Kunz verwandelt den fälligen Strafstoß 1:0 in der 19. Spielminute. In der Folge bestimmte Eintracht Frankfurt das Spiel. Die Hessen erarbeiteten sich gegen eine wackelige Abwehr der Pfälzer mehrere hochkarätige Chancen. Spitze waren die Frankfurter heute aber nur im Auslassen dieser Möglichkeiten. Trainer Jörg Berger unzufrieden, auch Verteidiger Ralf Weber trifft aus bester Position nicht. Die 1:0 Pausenführung für Kaiserslautern entsprach nicht dem Spielverlauf. In der zweiten Hälfte wurden die Pfälzer aber stärker. Stefan Kunz machte das 2:0 in der 49. Minute. Sein 7. Saisontreffer. Frankfurt litt unter dem Fehlen seiner beiden Stürmer Eckstein und Turowski. Bezeichnend, dass Libero Manfred Binz in der 89. Minute den Anschlusstreffer erzielte. Endergebnis 2:1 für Kaiserslautern, Frankfurts erste Saisonniederlage. Und hier alle Ergebnisse des 7. Spieltages. St. Pauli Köln 1:1, Leverkusen Mannheim 3:0, Kaiserslautern Frankfurt wie gesehen 2:1, Nürnberg Mönchengladbach 2:0, Dortmund Homburg 3:0, Düsseldorf Stuttgart 4:2. Bereits am Donnerstag gab es das Spiel München Hamburg 4:0 und gestern spielten Uerdingen Bochum 3:1, Bremen Karlsruhe 4:0.